Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Ich hoffe, es gab keinen Shitstorm. Ich nehme die Parts hintereinander auf gerade. Und wir haben jetzt das MP und die Tasche. Dinge passieren. Okay, hier haben wir noch nicht geguckt. In diesem Schrank ist nix. Yes. Munition ist das Schönste. Okay. Ja. Ja, du liegst doch hier wieder lebendig tot rum. Hallöchen. Und Abschiedsbrief. Und eine Knarre. Oh, geil. Lass mal Hände waschen. Kehle und Magen sind herausgerissen. Ja, gut. Der ist bestimmt aufgemacht und dachte, er hat einen Albtraum. Er hat damit bekommen, er ist im Albtraum. Okay, so, was haben wir hier? Tagebuch des Wächters, 11. August. Zum ersten Mal seit elend langer Zeit hatte ich heute die Chance, mal wieder blauen Himmel zu sehen. Aber der Anblick konnte mich kaum aufhalten. Der Chef hat mich angepfiffen, dass ich oben an der Turmuhr meine Pflicht vernachlässigt hätte. Da gibt es nur eins, was ich immer noch nicht verstehe. Es schien den Chef mehr zu stören, dass ich oben bei der Turmuhr war, als dass ich meine Pflicht vernachlässigt habe. Warum ist der Zugang nach da oben denn überhaupt untersagt worden? 5. September. Ich habe vor kurzem mit dem alten Mann gesprochen, der da hinten im Klärwerk arbeitet. Sein Name ist Thomas. Er ist ein ruhiger Kerl und scheint sich nur für Schach zu begeistern. Er hat sogar ein ganz spezielles Schloss entworfen mit Schachfiguren als Schlüssel für eine der Türen im Klärwerk. Wir haben uns verabredet, morgen Abend mal eine Runde Schach zu spielen. Ich bin wirklich neugierig, wie gut er wirklich ist. Was mich an ihm ziemlich stört, ist die Art, wie er sich dauernd überall kratzt. Hat er eine Hautkrankheit oder ist er einfach nur unhöflich? Der ist einfach nur unhöflich. 9. September. Thomas ist ein viel besserer Spieler, als ich mir hätte träumen lassen. Ich habe mich selbst immer für einen ganz passablen Spieler gehalten, aber er hat mir eine recht gründliche Lektion in Bescheidenheit verpasst. Sein Appetit ist so etwa das Einzige, was so ungefähr an seine Schachkünste herankommt. Das ganze Spiel über hat der Kerl von nichts anderem geredet als vom Essen. Er hörte sich ganz gesund an, aber er sieht nicht gut aus. Ich frage mich ernsthaft, ob er nicht wirklich krank ist. 12. September. Ich wollte eigentlich noch ein Schachhündchen gegen Thomas spielen, aber wir mussten es abblasen, weil es ihm gar nicht gut ging. Er kam kurz vorbei, um mich zu besuchen. Aber ich habe ihm gesagt, er solle sich lieber zu Hause ein wenig hinlegen, denn er sah wirklich aus wie eine wandelnde Leiche. Er behauptete steif und fest, das war er dann noch, es gehe ihm gut, aber ich konnte sehen, dass er wirklich Probleme hatte. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, mir selber geht es auch nicht so gut in letzter Zeit. Ja, Grippe geht halt um, ne? Kannst nichts machen. Ja, gut. Die Augen sehen auch nicht mehr so frisch aus. Magnum nehmen wir mit. Sehr schön. Wenn wir jetzt hier noch Special Waffen. Okay. So, das war das. Dachte eigentlich jetzt, dass bei ihm hier eine Schachfigur liegt. Also die dritte von den vieren, die wir brauchen für das Schloss. Aber war nicht so. Was macht die Magnum? Jetzt habe ich so viele verschiedene Waffen. Beunruhigend. Okay, so, warte mal. Wir hatten uns die Karte im letzten Part angeguckt. Da ist noch ein Raum. Und da gehe ich jetzt hier einmal rum. Gehe da wieder raus. Ich sollte eigentlich nach oben gehen, meintet ihr, ne? Wahrscheinlich da oder nee, da geht's. Doch, da geht's hoch. Aber wo? Ich weiß, erst mit einem kleinen Schlüssel mache ich dann irgendwann. Hab jetzt eh erstmal genügend Waffen. Aus Versehen. Ich meine, ja, ich wollte es halt Claire übrig lassen, richtig. Die MP, also, ne, MP, aber. Weißt du, vielleicht hat Claire was viel Besseres gefunden. Weiß ja nicht.
Das ist jetzt einfach reines Mutmaßen. Ja, schon, ne? Warum liegt der da immer noch? Geht's ihm gut? Ist das der Ventilator? Ja. Quietscht ganz schön. Also hier war das, aber den hatten wir ja ausgeräumt. Ja. War hier noch irgendwas mit? Kleiner Schlüssel ist oben anscheinend, aber ich guck sicherheitshalber nochmal. Ja, okay. Hier nicht. Seid ihr noch alle schon tot? Okay, keiner mehr hier. Also, wo war denn das mit dem Film entwickeln? Na ja, gut. Ich weiß, ich war da im zweiten Part oder irgendwas. Bitte keine Lecker, bitte nicht. So, warten wir mal, wer ich hier bin. Genau, links raus. Nee, nicht links raus. Sondern hier bis zum Ende und dann. Bitte keinen Jumpscare mehr, ich mag das nicht. Was liegt da? Nix. Okay. Okay. Immer noch okay. Laufe ich irgendwie so ein bisschen. Nee, ich bin gut. Ich bin gut. Alles gut. Hallo? Können wir ein Sieb? Okay, bis zum Ende und dann links. Verstehe. Hier kommt irgendwas. Ist das hier immer noch zu dunkel? Ne, hier war nichts. Okay. Kein Jumpscare. Revierschlüssel. Ist jetzt nutzlos, Ablenker. Siehst du, und schon wieder können wir noch eine Waffe aufnehmen. Okay, sieht ruhig aus. So. Steuerunterlagen. Fein sortiert. Was haben wir denn hier? Drohung. Film, okay. Ja. Gut. Also, was bist du hier? Das Bild eines Mannes auf einem Wagen. Was ist denn da annehmbar? Das ist das Rad. Warum steht es so hervor? Das ist ein Hinweis. Das ist etwas auf dem Rad. Aha. Erleuchte Dame, König, Bube. Und der Wagen drückte auf die Tube. Ah, okay. König, Dame, Bube. Wenn wir die drei haben, muss ich hier hin. Wo ist der Raum? Als ob ich mir es merken könnte. Okay, rechts da in der Mitte. 1F. Ah, habe ich eh schon. Habe ich jetzt schon. Wo ist er? Keine Ahnung. Okay, merken wir uns. Munition. So, was bist du hier? Kann ich hier filmen? Nee. Was ist das hier? Das leuchtet auch so. Okay. Wir haben so Heimatfilme gedreht. Ich meine, die Location bietet sich an. Sie können hier ein Feuer anzünden. Will ich denn das? Ja, doch, ist gleich wärmer. Ist doch schon an. Sorry. Völlig verwüstet. Räumen wir auf. Okay. Immer noch. Ja, krass. So, Freundes. Hallöchen. Zahl 13 ist ja eingeritzt. Wollen Sie den Hahn aufdrehen? 13 ist ja Glückszahl, ne? Ja, schon. Okay. Fing an in die Luft. 12. Ja, sicher. So. Okay. Zahl 11. Ja, sicher. Oh.
Ich hab's kaputt gemacht. Haben wir irgendwo Zahlen gefunden? In einer Datei? Ja. Ja. Nein. So, wie viele Kombinationen gibt es? 9, ne? Was sollen die Zahlen sagen? Nee. Waren aber keine Zahlen. 10. Das sind die Karten. Ja, du hast natürlich das Ass, ne? Aber du hast eine 2 bis zur 10. Die 11 ist der Bube, 12 ist die Dame und 13 ist der König. Welche beiden haben wir? 12 und 13, ne? Ach so, da steht es ja sogar auf dem Bild. Bin ich bescheuert, ey. Dame, König, Bube. Erleuchte Dame, König, Bube. Erst Dame, dann König, dann Bube. Erst Dame, dann König, dann Bube. Das ist es. Erst Dame, dann König, dann Bube. Okay. Erst Dame, dann König. Und dann Bube. Sind Rätsel nach meinem Geschmack. Oh, jetzt hat er es kaputt gemacht. Naja, gut. So, Monster. Naja, hat ja keiner gesehen. Sind alle Zombies. Goldenes Zahnrad, yes. Wo brauchen wir denn das? Haben wir schon einen Ort gesehen, wo wir es brauchen? Sah hier am Schreibtisch so aus. Hier. Ja, was? Völlig verwüstet. Ach, echt? Okay, dann brauche ich das halt nicht. Sieht so aus hier, ne? Wo gab es was dafür? Das sind mal Rätsel, die ich toll finde. So, hab ich. Hat sich hier noch irgendwas geöffnet? Nee, ne? Okay. Vielleicht sollte ich doch mal zu einer Kiste. Jetzt kommt es ja aber auch Schlag auf Schlag. So, jetzt muss man kurz mal überlegen. Kurz mal die Birne anstrengen. Okay. Ansonsten will ich hier unten rechts mal die Treppe hoch. Vielleicht kann ich da kleiner Schlüssel benutzen. So, hier hatten wir eigentlich erstmal alles aufgedeckt. Wo war was für ein goldenes Rad? Gut. 3F, wo waren die Leiter? Da vielleicht, ne? Dass ich da hoch muss. Von da könnte ich dorthin kommen. Wenn ich da oben bin. Wo war. War es in der Mitte, in der Eingangshalle? Vielleicht komme ich dann da hoch. Da links, okay.
Ja, was macht man jetzt am besten? Den hatte ich mitgenommen. Ich werde jetzt hier wieder. Also, ich meine, ich kann auf die. Nee, ich werde jetzt hier rumgehen. Geh dann da zur Treppe. Ich gehe mal eine Etage höher. Ja, ich gehe da zur Treppe. Könnte natürlich auch zu der Treppe rechts oben gehen. Ja, die führt aber nicht hoch. Die führt runter, ja. Hier zu der Treppe rechts oben. Ist es die links im Raum, die nach oben führt? Was, wo bin ich gerade? Es tut mir leid, ich bin wirklich. Was war denn das für ein Geräusch? Okay, ich gehe erstmal rechts bis zum Ende. Okay. Ja, okay, ich hab's irgendwie. Naja, gut. Dass ich ihn aus dem Gefängnis hole? Nee, der wird sich selbst befreit haben, ne? Ist ein erwachsener Mann, der kann das. So wie kleine erwachsene Frau ist, hier kann auch ohne MP auskommen. Naja. Wird schon. Was steht hier eigentlich? Okay. Ich überlege fast nochmal zur Eingangshalle zu gehen. Okay, läuft so ganz schön merkwürdig, Leon. Ja, komm, ich gehe nochmal dorthin. Da hatten wir ja schon den Swimmingpool. Naja, also das, also, wir haben da schon Sachen gemacht. Hallöchen. So, goldenes Rad. Haben wir irgendwo von einem. Medaille ist an ihrem Platz. An ihrem Platz, okay. Das heißt, dort kommt das Ding, oder? Warte mal. Wir können es ja trotzdem mal probieren, aber ich denke nicht. Brauchen sie jetzt nicht so. Okay. Botschaft ist angekommen. Ist die Leiter neu? Gibt es Neuigkeiten beim PC? Kurz mal E-Mail checken. Okay, cool. Nichts. Nichts. Waren wir hier schon oben? Okay, ist auf jeden Fall schneller wie Koch. Darauf war ich nicht vorbereitet. Das heißt, da wird es lang gehen. Vielleicht ist ja auf einen speziellen Gegner gedacht. Oben sind ja auch Kisten. Ja, komm, wir ballern den einfach mal die Rübe weg, einfach weil wir es können. Ich könnte auch an den vorbeilaufen. Kann ich nicht. Okay, so, folgendes: Vorsicht. Das ist immer besser als Nachsicht, okay. Ah, da guckst du. Vorsicht, sagt er. Okay. Wieder planlos hier in Mittelerde. Ja, ich würde eigentlich die andere Seite mal aussuchen wollen. Da war aber auch eine Leiter. Können wir immer noch hin? Muss eine Kiste finden.
Ja. So einen kleinen Schlüssel lassen wir auf jeden Fall im Inventar. Die Kurbel will ich erstmal abpacken. Schleppe ich ganze Zeit. Jetzt werden wir so wahrscheinlich brauchen, schleppe ich ganze Zeit umsonst mit. Überlege sogar, das wäre aber jetzt so traurig, wenn man. Braucht es nur ein oder zwei Plätze? Braucht nur einen, okay. Den Film will ich auch erstmal abpacken. Ja, jetzt habe ich ja vollkommen Unordnung gestiftet, aber gut. Ja, packen wir die Magnum. Magnum packen wir auch erstmal weg. Das Ding, das war mal drin. Bin mir unsicher. So, weißt du, was wir machen? Die, weil die werden hier so gleich kombiniert. Ich hätte eine mal leer schießen. Ach so, genau hier. Da werden wir uns kurz mal besprühen, bestäuben. Das ist eine Ordnung hier. Wie bei Hempels unterm Sofa. Okay. Ja, nö, dann packen wir die noch. Packen wir das hier noch. Nein. Packen wir das hier noch mal rein. Ja, okay. Wahrscheinlich ist die Pistole nachher sinnlos, aber ich bin mir unsicher, okay. So, erstmal hier ein bisschen schnabulieren. Perfekt. Schmeckt gut. Sollte das mit dem kleinen Schlüssel immer noch im Kopf haben. Ich wusste doch, ich war schon irgendwo. Und wenn es hier oben war, ich war aber halt der Meinung, das war unten. Naja, gut. Bei meiner Orientierung ist das jetzt nicht so. Wie laufen wir? Okay, nach rechts. Ja, wird schon. Glaub an mich. Boah, überall Haare. Was war das hier? Uah. Immer noch tot durch Krähen. Achso, es war die Tür. Ja, gut. Da ist auch noch ein Bereich ausgegraut. Kann ich. Okay, hier geht's aber runter. Hä? Okay. Bin ich jetzt scheinbar verloren, für immer und ewig. Keine Krähen mehr, bitte. Vielen Dank. Also, hier war es mit einem Helikopter. Nur noch ein Wrack. Okay. Da ist die Treppe. Wir müssen auf die andere Seite, ne? Andere Seite oben und da gucken, das war. Da war eine Treppe. Dass wir da nach oben kommen, ja. Ich denke mal, weil hier, ich weiß noch, da war der Außenbereich, ne? Das, wo es eher Richtung Stadt ging. Er startet aber Musik. Warum startet hier Musik? Also hier war das und da durfte ich nicht rausgehen. Das mit dem goldenen Rad überlege ich, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss erstmal hochkommen. Ich überlege die ganze Zeit, wo ein goldenes Rad angebracht war. So, hier war das Ding. Und hier wirst du bestimmt immer noch nicht rausgehen sollen. Okay. Ja, ist okay. Gefahr vermeiden war natürlich.
Wahrscheinlich schon seit einiger Zeit kaputt. Aus der Tür? Achso, da sind wir einfach, okay. Ja, schade. Ich meine, wir könnten nur runter wieder, aber da war nichts mit einem Rad. Hast du irgendwie Zombies, ist aber keine mehr. Okay. Und ich werde einfach mal die andere Seite probieren. Kleiner Schlüssel. Vielleicht bin ich da auch einfach noch nicht. Bestimmt schon, ne? Ich übersehe es bloß. So, und hier hatten wir ja auch alles gemacht. Das ist weit offen. Okay, Freunde, wir rennen einfach erstmal zurück, gehen auf die andere Seite und werden uns dort einfach mal umschauen. Hast du jetzt irgendwas Neues zu erzählen? Ja, immer noch tot. Okay. Naja, gut. So, ja, gehen wir hier lang, ne? Und dann einmal drumherum, ja. Beste, was mir jetzt einfällt. Gut ist ja, dass wir bei der Kiste waren. Ja. Okay. Wo kommt das Rad hin? Also ich versuche gerade alle Räume irgendwie im Kopf durchzugehen. Was ist das hier? Nee, sag nicht, dass es ist. Brauchen sie jetzt, okay, weil das sieht aber so passend aus. Okay. Naja. Ja, ist noch eine Etage drüber. Und alles von Steuergeldern bezahlt. So, aber ja, hier war da auch ein. Wir sind richtig. Ach, da war eine Treppe. Ja, okay. Was war denn hier das eigentlich? Wo sind denn die Zombies? Versteckt mich im Bücherregal. Was war hier mit, ne? Was ist mit euch los? Konnte ich irgendwie verschieben. Was war da der Sinn? Ich versuche mal die Treppe hochzugehen. Wird das aber neu, oder? Lustig. Viele Bücher auf diesem Regal behandeln das Thema Chemie. Na gut, aber jetzt eine Lerneinheit zu machen, wäre, glaube ich, unangemessen. Kannst du machen, wenn du wieder zu Hause bist, aber jetzt hier konzentrier dich erstmal, ne? Wir müssen wieder eine Bombe bauen. Hier oben war das versperrt, oder was? Und wo kamen die Zombies jetzt lang? Das neue, cool, die sind richtig. Gehe ich erstmal durch diese Tür? Es ist nicht sehr cool. Ich weiß. Also ich weiß nicht, wo ich bin, sondern bin anscheinend richtig. Kenntnis dieser Bücher scheint mir hilfreich. Ist jetzt aber blöd.
Gibt's da keinen Song wie Überleben in der Apokalypse? Zombie töten leicht gemacht, Band 1 bis 3. Warum war meine Reaktion so verzögert? Schatz, bin zu Hause. Gott. Aha. Eine Bronzeplatte mit einem Bild drauf. Wo ist mein Handy? Ein Bild. Was haben die Lichter zu bedeuten? Ah, guck mal. Was leuchtet denn da? Aha. Sobald ich das aufmache, kommen Zombies. So. Was ist denn das hier? Okay. Aber hier hat sich ja jemand eine Barrikade gebaut. Wo ist derjenige, der sich hier eine Barrikade gebaut hat? Stromschalter für das Regal. Würden Sie einen Schalter benutzen, Sie? Oh, ist das gut oder ist das schlecht? Ah. Wo sind die Zombies, die durch ein Fenster gekommen sind? So, folgendes. Ja, früher habt ihr euch Zeichnungen gemacht. Die Zeiten sind vorbei. Okay, so, ne? Okay, so, folgendes, ne? Das steht schon mal vollkommen falsch. Also, das geht ja gar nicht. Also kann ein Stick zu steuern, ist eine erzwungene Stick-Steuerung über einen Emulator. Gibt auch eine DualShock-Version. Bei ersten PS1-Controller hatten ja keinen. Keine DualShocks. Bis auf, ne. Okay. Lass das Handy mal hier liegen. Rechts. Genau, so ist das richtig. So, dann haben wir einen blauen, der frei ist. Ist aber schwer, die Perspektive. Okay, ja, nee, passt. So, und das Ding schieben wir nach rechts. Okay. Interessant mit. Ist der Rest richtig? Ja, ist richtig. So, nämlich. Läuferstecker. Das heißt, uns fehlt nur noch einer. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. In 3 Tagen geht's weiter. Und wie gesagt, für Tipps und alles bin ich super gerne dankbar. Also ich bin dankbar dafür. Spoiler bitte nicht. Wenn ihr Angst habt zu spoilern, dann lieber abwarten. Finden wir raus. Ansonsten habe ich Pech gehabt. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dahin.